Moin und herzlich willkommen in, aus, um, über, unter, Bergstadt unterm Dach. Es ist jetzt 5:11 Uhr des 25. April 2018. Jetzt habe ich kein scharfes Bild. Jetzt kommt's. Ich habe die ganze Nacht hier oben verbracht, um mich mit einem Problem auseinanderzusetzen. Und zwar das Problem, warum bei den Android-Tablets die Z21-App nicht einwandfrei läuft. Ich habe ein sogenanntes Z21 LAN-Spezifikationsprotokoll in die Hände bekommen. Das ist ein Protokoll, was Entwickler in die Hände kriegen, von Roko Fleischmann offiziell in die Hände bekommen. Wenn es zum Beispiel Firmen gibt wie Uhlenbrook, diese Daten werden benötigt, um halt Decoder herzustellen, um Software herzustellen, wie zum Beispiel iTrain oder Train Controller etc. pp. Und ich als Fachinformatiker kann dort herauslesen oder habe Daten gesammelt aus diesem, aus dieser Spezifikation, um herauszurechnen, wie viel Gigabyte Arbeitsspeicher die Z21-App benötigt. Wenn man offiziell Anfragen stellt an Roko Fleischmann, bekommt man auf diese Frage keine Antwort. Das haben schon Dutzende Leute versucht. Ich habe es in den letzten 6, 7 Wochen auch mit öfteren E-Mails versucht und bekam keine Antwort und habe mich dann auf den Weg gemacht. Ich wollte jetzt wissen, warum funktioniert die neue Z21-App auf einem iPad bzw. auf einem iPhone mit einem iOS-Betriebssystem 11, 10 oder 9? Und 9 ist ja dann auch schon ein bisschen älteres. Es gibt sogar einige Jailbreaks iPhone 4, wo diese App einwandfrei läuft. Das iPhone 4 ist im Jahre 2010, 2011 auf den Markt gekommen. Also ein ziemlich alter Schinken und die App läuft dort einwandfrei. Warum nicht auf Android-Tablets oder Android-Smartphones? Diese Frage bin ich nachgegangen und bin auf eine Lösung gestoßen. Und ich habe gestern Vormittag schon versucht, in Livestreams das so in ein Video zu packen, dass das nach außen hin verständlich ist. Ist mir leider nicht gelungen, weil ich eben nicht so der Typ bin, der diese Materie, die sehr komplex ist, in ein Video wiederzugeben. Also wenn man mir vor mir sitzt, kann ich das einigermaßen plausibel erklären, aber ich kann halt eben nicht diese ganzen Zettelwirtschaft und Berechnungen, wo mir auch noch extern geholfen hat, weil auch vieles von dieser Materie nicht mehr bei mir im Kopf so drinne war, wie ich jetzt das Volumen einer Software herausrechnen kann, wenn ich bestimmte Daten habe, wie viel Gigabyte Arbeitsspeicher eine Software oder eine App braucht. Ich bin, wie gesagt, und jetzt kommt das Erschreckende, auf 2,5 Gigabyte Arbeitsspeicher gestoßen. Auf dem Rechenweg. Ich habe das gegenprüfen lassen. Derjenige, der das geprüft hat, muss ich sagen, das war ein ehemaliger Lehrer in der Umschulung gewesen aus Goslar, vom Berufsförderungswerk in Goslar. Der ist auf knapp 3 Gigabyte gekommen. Diese 3 Gigabyte werden im Netz sehr oft ja, in diversen Foren oder Facebook-Gruppen genannt und ich schließe mich mittlerweile dem an, dass diese Z21-App auf Android-Smartphones und natürlich auch auf den iPads 3 GB Arbeitsspeicher braucht, damit diese App beim Starten sich in den Arbeitsspeicher lädt und die Daten, die von der Z21 kommen, verarbeiten kann. Diese Daten oder dieser Rechenweg sind bei mir jederzeit, wer es nicht glaubt, einsehbar. Ich schicke gerne diese Spezifikationen zu, wenn jemand damit was anfangen kann oder seinerseits einen Fachinformatiker hat, der das auch nochmal rausrechnen kann. Es ist so, dass Fleischmann, davon gehe ich aus, oder wenn man das alles so mal im Internet genau liest oder sich die Internetseite von Fleischmann anguckt, was in Zukunft an dieser Z21 an Möglichkeiten von Decodern dran hängt. Das sind ja nicht nur die normalen Log-Decoder. Die meisten Log-Decoder werden jetzt mit RailComm ausgestattet, von Werk her. Das heißt, die Log sendet Befehle auch an die Z21. Es gibt Weichendecoder, es gibt
Besetztmelder, es gibt Bremsgeneratoren. Das sind Unmengen an Daten, die in die Z21 fließen und von dort natürlich auch zu dem Tablet über die Hardware in den Arbeitsspeicher. Das sind Unmengen Daten, die der Arbeitsspeicher verwerten muss, beziehungsweise bearbeiten muss. In Zusammenarbeit mit einer gewissen Prozessorstruktur. Apple ist da eben etwas einfacher gestrickt als Android oder sagen wir mal Windows auf Windows-Tablets oder Windows-Desktop-Rechnern. Es ist vom Aufbau her ist Apple das iOS wesentlich einfacher, einbruchsicherer und stabiler gebaut als Windows, weil Windows sagt, oder Windows-Philosophie ist gewesen, jeder, der eine Software herstellen will, soll auch mit Windows arbeiten können. iOS, Apple sagt, also ich verkaufe hier hauptsächlich nur meine Produkte oder ich möchte gerne meine Produkte verkaufen, hat dementsprechend ein ziemlich einfaches iOS auf den Markt geworfen, was nicht so viel, was gerade mal knapp 1 GB Arbeitsspeicher benötigt. Ja, wenn überhaupt 800 Megabyte, 900 Megabyte ungefähr. Es kommt dann immer darauf an, mit welchem iPad man da unterwegs ist. Da gibt es dann noch verschiedene Strukturen von den Prozessoren her. Und so gliedert sich das ungefähr auf, dass 1 GB Arbeitsspeicher verbraucht wird. Beim Android-System ist es ein bisschen mehr, weil jeder Hans und Franz, jeder Provider will dann noch sein Programmchen mit irgendwo raufdrücken und sein Android-System entsprechend zu seinen Gunsten verändert haben wollen, dass so 1,5, 1,6 GB Arbeitsspeicher alleine bei Android schon weg sind. Und wenn du dann nur ein Tablet hast, was 2 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung stellt oder physikalisch gesehen oder 3 GB Arbeitsspeicher, dann ist die Hälfte alleine durch das Betriebssystem schon weg. Und wenn dann die App noch, die Z21-App dazukommt, dann ist der Arbeitsspeicher voll. Bei Windows auf dem Desktop-PC oder auf dem Laptop wird Arbeitsspeicher auf einer magnetischen Festplatte freigemacht und noch Arbeitsspeicher hinzugefügt. Das funktioniert bei Android und bei anderen Tablets nicht. Das geht leider nicht, wenn die App Z21-App merkt, ich habe nicht genügend Arbeitsspeicher, dann werden gewisse Programmteile der Z21 nicht zur Verfügung stehen, nicht freigeschaltet. Oder, was der häufigste Fall ist, sie funktionieren nicht einwandfrei. Und das ist, wie gesagt, bei der Z21-App im Augenblick die Funktion Stellwerk, wenn ich hier meine Weichen programmieren möchte, es ist mir nicht möglich, diese Weichen hier miteinander zu verbinden. Ich möchte es jetzt auch gar nicht ausprobieren. Ich habe das schon mal in einem anderen Video gezeigt. Naja, komm, ich traue mich doch mal. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei der unteren Weiche hier, dieser Rechtsweiche, ein gerades Gleichstück hinzufügen möchte, wird weiter oben. Hier ist jetzt automatisch dieses gerade Gleis. Und jetzt muss ich das hier runter bewegen. Das geht jetzt noch. Wenn ich jetzt aber hier vorne links ist ein Pfeil, ich möchte das weiterführen, fängt das ganze Teil an. Guckt, ihr seht, ich mache eigentlich gar nichts. Ich möchte das einfach weiterziehen. Laut Beschreibung ist, dass man das weiterziehen kann. Man kann also nicht, ich kann, habe keine Möglichkeit, vernünftigerweise irgendwie. Es funktioniert nicht. Ich habe es ausprobiert auf einem iPad. Funktioniert einwandfrei. Innerhalb kürzester Zeit. Ich habe eine Stunde gebraucht. Ich habe selber kein iPad. Ein Bekannter war mir hier. Habe ich das ausprobiert. Eine Stunde gebraucht, um fast meinen gesamten Gleisplan aufs Tablet zu zeichnen. Ohne jetzt die Weichen zu programmieren. Mir ging es erstmal um das Stellwerk. Ja, um diesen Gleisplan irgendwie ins Laptop zu bekommen. Das gelingt hier nicht. Ich weiß auch mittlerweile, dass mit ziemlicher Sicherheit das Fleischmann Roco es nicht ermöglicht, Hintergrundbilder hier einzufügen, wie es bei der alten App ist, dass man sich seine alte Weiche fotografieren kann und die dann hinterfügen kann. Weil wenn man das machen würde, würde es noch mehr Arbeitsspeicher fressen. Und man ist ja schon bei, ja, nicht offiziellen 3 GB angekommen, was auch letzten Endes dafür spricht, dass die
Grafik im Gegensatz zu alten App ziemlich einfach gehalten ist. So eine App wird mit Vektorbildern gemacht, Vektorbild ist nicht ein Bild, wie wenn ihr jetzt ein Foto macht mit einer digitalen Kamera, habt ihr ein Bild, ein JPEG-Bild. Das ist ein Bild zusammengesetzt mit vielen kleinen Tausenden, Millionen von Pixeln. An so einer App sind Vektorgrafiken, das heißt, um ein Bild zu machen, zum Beispiel um diese Grafik hier zu machen, brauchst du zwei Vektorbilder, die übereinander gelegt werden. Einmal das Graue und einmal das Helle sind zwei Vektorgrafiken übereinander. Und bei der alten App ist natürlich alles viel aufwendiger mit abgerundeten Kurven und mit Rasterungen in der, ja, hier in dem, ich weiß nicht, wie man das nennt, ihr wisst aber, was ich meine. Während es hier einfach nur eine Vektorgrafik ist, die ich aufziehe quasi, ja, beziehungsweise zwei, die schwarze als Hintergrund und die rote als Vordergrund, die zeigt, dass dieser Regler, genau dieser Geschwindigkeitsregler, das sind nur zwei Vektorgrafiken. Bei der alten App sind es mehrere Vektorgrafiken, um irgendwas darzustellen, weil diese App im Hintergrund halt sehr viele Arbeitsspeicher braucht. Das heißt, du brauchst ein Android-Tablet bzw. ein Android-Handy, was mindestens 4 GB Arbeitsspeicher hat. Und da gibt es im Augenblick sehr wenige. Bei den Handys gibt es schon welche, aber mit dem Handy kannst du ja nicht unbedingt, sage ich mal, einen Gleisplan erstellen. Den kannst du höchstens als Handregler benutzen. Wir bleiben mal jetzt bei den Tablets. Also das Tablet muss 4 GB Arbeitsspeicher haben und das haben die wenigsten im Augenblick. Und wenn Samsung Books oder Samsung Tab S3 schlägt zu Buche ab, ich glaube ab 679 €. Das ist natürlich nicht zu vertreten, wenn du jetzt dir eine Z21 kaufst und deine Anlage wächst und wächst und wächst und hast mehr als zwei, drei Züge am Fahren und mehr als 10 Weichen und dann willst du natürlich auch einen Gleisbildplan erstellen und nicht nur dein Tablet oder als Handreger benutzen, dann brauchst du ein bisschen Rechenpower und 600, 700 € für ein Tablet auszugeben, zusätzlich zu der Z21, die du dir kaufst, das wird keiner machen. Entweder hast du ein iPad und das funktioniert, oder du musst tief in die Tasche greifen. Alles andere wird nicht vollständig laufen. So, dann kommt noch hinzu, dann habe ich aus dieser Spezifikation herausgelesen, man sollte auch nicht mehr als maximal zwei Tablets, beziehungsweise ein Tablet oder ein Handy an dieser Z21 im LAN laufen lassen, über das LAN laufen lassen, weil die Daten, die Z21 rausschmeißen muss und rausschicken muss an, wenn du beispielsweise drei oder vier Tablets, ja, mit der Z21 verbunden hast, verdoppelt sich immer die Datenmenge, die die Z21 rauswerfen muss. Und ich habe das gestern mal ausprobiert. Wir hatten hier vier, fünf Tablets mit einem Handy und den Logboss und die Zentrale ist also schon sehr, sehr warm geworden, was sie sonst eigentlich nicht macht. Hinzu kamen noch diverse Abstürze der App. Der App, also die App, beziehungsweise die App ist nicht überfordert, aber das Tablet, was eben nicht genug Rechenpower hat und Arbeitsspeicher zur Verfügung stellt, hat sich aufgehängt. Es ließen sich gewisse Lokomotiven und Decoder nicht programmieren. Wir haben dann alles mal abgeklemmt, haben zwei iPads und ein iPhone angeschlossen und die Arbeit lief einwandfrei. Ich kann leider davon kein Video zeigen, weil ich hatte gestern hier Besuch, das Haus war voll, ich war jetzt die ganze Nacht hier unterwegs. Ich hatte keine Lust, das auch noch irgendwie videotechnisch zu dokumentieren. Ich denke, ich werde das aber mal nachholen, weil das doch mal ganz interessant ist. Aber wenn ihr bei Facebook unterwegs seid, oder diejenigen, die von euch bei Facebook unterwegs seid oder unterwegs sind, sorry, ich bin müde, ich habe die ganze Nacht hier gesessen. Dann lest mal es gibt gute Gruppe oder kommt mal in meine Gruppe. Ich werde das hier auch gleich nochmal einblenden oder irgendwo oben links oder oben rechts steht es auch. Kommt mal in diese Gruppe rein. Da gab es in meiner Gruppe eine wunderbare Diskussion, die das bestätigt, dass alle iPad-User hundertprozentig mit dieser App zufrieden sind.
Mein Fazit, meine persönliche Meinung ist auch, dass Roko Fleischmann nicht daran interessiert ist, ich sag mal, für den Sektor der Billig-Tabletts oder Billig-Handys diese App dementsprechend optimieren will, weil es geht letzten Endes auch nicht. Die Daten fließen trotzdem und sie kann diese App nicht weiter einschränken für diese ganzen technischen Sachen, die dann auch auf uns zukommen. Deswegen ist auch oder deswegen ist es auch gerechtfertigt, dass Roko Fleischmann die alte App, die deutlich weniger Arbeitsspeicher braucht und weniger Rechenpower braucht, dass sie die noch im Play Store drinne lässt. Bei Apple ist die nämlich schon verschwunden. Da gibt es nur noch die neue Z21 App. Die alte App gibt es da nicht mehr. Die gibt es nur noch unter Android, weil eben sie sonst damit sämtliche Kunden möglicherweise vergrauen wird. Also entweder ordentlich Power im Tablet oder am besten gleich wie ich. Ich habe mich entschieden, mit dem Trail-Controller zu arbeiten, weil ich Wert darauf lege. Ich muss das hier eben neu starten. Ich habe hier im Augenblick nur die Demo-Version. Ich habe mich nämlich gestern erstmal mit Guido von Sibi Like Trains an dieser Stelle auch nochmal herzliche Grüße, Guido, vielen Dank für die Hilfe unterhalten. Ich hatte einige Fragen bezüglich dieses Train-Controllers, weil ich im Internet gelesen habe oder gehört habe, dass er dieses Programm auch nutzt. Und ihr seht, ich habe schon angefangen, im Demo-Modus hier mal meinen Gleisbildplan zu erstellen. Es funktioniert einwandfrei. Ich bin, wie gesagt, noch nicht fertig. Ich denke, ich werde heute es nicht mehr schaffen. Deswegen auch heute in der Früh nochmal dieses kleine Infovideo heute. Ich muss noch zum Turnen nachher, beziehungsweise zum Sport im Fitnesscenter. Ich muss nachmittags noch trainieren, zwischendurch schlafen, Haushalt machen und heute Abend spielt mein FC Bayern. Da muss ich hellwach sein. Deswegen werde ich erst in den nächsten Tagen meinen Gleisbildplan fertigstellen können. Aber ich habe hier schon mal drei Weichen eingepflegt. Ich kann mit drei Loks einwandfrei sie über die Tastatur oder über die Maus regeln. Die Programmierung ist wirklich spielend einfach. Die Benutzerführung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber, und das ist das Wichtige, es funktioniert und es ist übersichtlich. Das ist für mich das Kriterium, wenn ich Train Controller Bronze in der Demo-Version vergleiche mit der Z21 App. Das sind Welten. Es läuft stabil. Ich bin da, wahrscheinlich wird es mein Leben lang dauern, um alle Möglichkeiten alleine dieser Bronze-Version ausfindig zu machen. Zugverbände, Fahrplan, Pendelverkehr. Leute, sind Dinge, die ja unergründlich sind. Aber für mich, wie gesagt, das Wichtigste an allem ist, dass man sowohl mit dieser Software als auch mit dem Handregler auf Züge direkt zugreifen kann, Weichen stellen kann, Fahrstraßen stellen kann und das übersichtlich und einwandfrei. Und dieses Laptop, das ist auch ein etwas älteres Laptop, hat nur 1,6 GHz Taktfrequenz, ist also ein ziemlich altes, 4 GB Arbeitsspeicher RAM. Nein, das ist gar nicht wahr, 2 GB nur. Und die Software läuft einwandfrei und ruckelfrei und braucht so gut wie gar keine Ressourcen, was das Laptop angeht. Kann ich nur empfehlen. Super Sache. Demnächst werde ich mir dann eine Vollversion. Ich muss jetzt erstmal von meiner Regierung ein bisschen Geld freimachen. Ich muss auch noch ein paar andere Kleinigkeiten bezahlen. Ja, das war's erstmal zu der Z21 App, die ist für mich ab ACTA gelegt. Das heißt, dieses Tablet mit der Z21 braucht man natürlich noch, um halt die Loks und Decoder zu programmieren. Die wird auch weiterhin laufen, aber sie wird von der Bedienung her, wenn ich mit der Modellbahnbetrieb machen möchte, andere Leute sagen spielen, ich sage, ich mache Modellbahnbetrieb oder Fahrbetrieb, keine Rolle spielen. Das wird alles über Train-Controller laufen, ist übersichtlich. Es wird dann irgendwann mal, ich muss mal rausfindig machen, ob der Train-Controller Touchscreen-fähig ist, weil dieses Laptop kann auch den Touchscreen.
mit Stifteingabe beherrscht ist. Und da würde ich mir gerne mal ein größeres Windows-Tablet besorgen oder einen Windows-Rechner, den man auch irgendwo ja, mobil hinhängen kann oder in der Hand nehmen kann, der besseren Bedienbarkeit halt, ne? Mal schauen, wie es in diese Richtung hingeht. So, das war das zum Thema Z21-App. Wie gesagt, das Ding ist für mich ad acta gelegt. Habe ich auch keinen Bock mehr, mich drüber zu unterhalten oder zu streiten. Wer fragen will, kann mich fragen. Aber ich werde da jetzt nicht, auch wenn die das irgendwann mal hinkriegen sollten, was ich wie gesagt persönlich nicht glaube, dass die für Android einmal Zeit ihres Lebens die App zum Laufen kriegen. So, dass man die im vollen Umfang sinnvoll nutzen kann. Was ist noch passiert in den letzten Tagen und Wochen? Ich habe noch einen weiteren Decoder gekriegt, um weitere Weichen zu elektrifizieren. Ihr seht ja hier, dass ich hier, als ich noch im Rollstuhl gesessen habe, die Servos oberirdisch, hätte ich mal dann gesagt, anbringen musste. Ich habe hier jetzt zum Beispiel da habe ich die Servo unten angebracht. Ich habe hier auch eine herkömmliche Weiche mit einem Servo von unten versehen. Ich habe durch diesen kleinen Umleger habe ich ein kleines Loch gebohrt. Ich kriege es jetzt nicht scharf. Stellrad durch. Warte mal, ich will das mal eben. Ich habe diese Weiche hier noch nicht in Train-Controller eingebaut. Deswegen muss ich mal eben nochmal das beschissene Tablett zu Buche ziehen. Auch diese Weichen lassen sich mit Servos wunderbar stellen. Und auch in einer super Geschwindigkeit, die man einstellen kann. Sanfte Übergänge. Zack. Auch das, auch hier die Gerade. Will ich auch noch mal eben zeigen. Lässt sich wunderbar langsam umlegen. Das kann man die Umleggeschwindigkeit kann man wunderbar einstellen an den ESO Decodern. Auch hier drüben habe ich noch eine. Die habe ich noch gar nicht. Doch, die habe ich die schon eingepflegt. Ja, hier. Auch das funktioniert butterweich. Schöne Übergänge. Und man hat nicht diese störenden Klötze bei diesen, wie hier. Die werde ich wahrscheinlich dann auch im Laufe der Zeit mal irgendwann ganz entfernen. Oder zumindest die umle oder umsetzen, zum Beispiel auf eine höhere Ebene. Da oben brauche ich noch einen und beziehungsweise zwei, wo ich nicht unbedingt jetzt noch ein Servo verbauen kann oder Servo verbinden möchte. Da kommt dann halt der Elektromagnetantrieb ran und der Rest wird bei mir komplett mit ja, mit Servos versehen. Und ich habe das ganz einfach gelöst. Ich habe da jetzt, es gibt im Internet spezielle Halter für die Servos, wenn man die unter der Platte machen will. Ich hab darauf verzichtet. Die kosten 2, 3 Euro zwar nur. Aber wenn man da 10, 20, 30 Stück von braucht, dann schlägt das natürlich auch zu Buche. Ich habe das ganz einfach gelöst. Ich muss mal unter der Anlage kriechen. Ich zeige euch das mal, wie ich diesen Servo hier verbaut habe. Ich habe jetzt nicht genug Licht hier. Ich habe ganz einfach eine kleine Balsaholzplatte genommen. Da habe ich eine Popniete durchgezogen, die als Umlenkhebel dient und den Servo einfach drunter geklebt unter die Platte und funktioniert einwandfrei. Jo, so. Hier sind meine zwei Servos. Bisschen was ich den hinteren, den habe ich neu. Den habe ich geschenkt bekommen. Und habt ihr natürlich auch gleich verwendet. Ich finde diese Decoder sehr, sehr gut mittlerweile zum Programmieren. Die Programmierung ging auch einwandfrei vonstatten. Hier habe ich auch nochmal. Das sind so diese einfachen Servos. Die kostet 2 Euro, funktioniert einwandfrei. So, was noch? Ja, herzlichen Dank an Tim, meinen besten Freund aus der Nachbarschaft auch, aus Achim. Hat mir auch noch was geschenkt. Ja, auch ich kriege mal was geschenkt. Da freue ich mich besonders drüber. Schienenweichen werde ich mit Sicherheit noch verbauen. Ich habe auch schon eine Idee. Tim, besten Dank hierfür. So, dann wollte ich eigentlich noch erzählen, dass ich mit dem Raspberry Pi experimentiert habe und um Train-Controller darauf zu bekommen. Das ist mir gestern leider bzw. heute Nacht leider nicht gelungen. Ich habe es leider nicht geschafft.
Habe auch nicht mehr unbedingt den Bock dazu, mich damit zu beschäftigen. Womöglich hat man mir auch einen fehlerhaften Restbericht zugeschickt oder ich bin einfach übermüdet oder zu blöd dazu. So, das war's für mich. Das war's von mir. So, vielleicht konnte ihr euch ein bisschen helfen, was die Entscheidungsfindung angeht, wer mit der Z21-App, mit der neuen, arbeiten möchte oder nicht. Ich wünsche euch einen schönen Restmittwoch. Nochmal an Guido, vielen Dank. Auch an Michael aus Rastatt. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Siehste. Hier steht sie. Fährt einwandfrei. Michael, vielen Dank. Wir erzählen nicht, was der Fehler war, weil die kam hier an. Die hat der Michael mir geschenkt. Ich habe ihm nur den Decoder da drin bezahlt. Und die Lok fuhr hier zwei, drei Runden und ist dann stehen geblieben. Und nach einer gewissen Zeit, wenn man sie in Ruhe gelassen hat, ist sie weitergefahren, ein paar Meter und stehen geblieben. Wir haben da ein kleines wichtiges Detail übersehen, was aber das Geheimnis von mir, Michael, bleiben wird, weil wir würden uns hier zum Gespött der Leute machen. Aber sie fährt jetzt einwandfrei. Besten Dank, Michael, und der Rest meiner Abonnenten, schönen Tag noch. Bis dann. Tschüssi.